Bundesliga-Relegationskrimi. Union gegen VfB Stuttgart. Union Berlin gegen VfB Stuttgart. Das war ein ganz besonderes Spiel. Ich stehe gerade vor dem Stadion, vor der alten Försterei in Berlin-Köpenick. Und jetzt, wo ich ja seit knapp einem Monat in Köpenick lebe, dorthin umgezogen bin, habe ich gedacht, kann man sich dann schon mal dieses Spiel gönnen? Vor allem, weil ich ja eigentlich aus der Region Stuttgart komme, auch oft bei Stuttgart im Stadion war und auch schon VfB Stuttgart-Fan bin, natürlich auch Union Berlin sehr mag, hatte ich dann doch das Glück, irgendwie wirklich noch eine Karte für gestern abzugreifen. Ich glaube selber nicht, ich finde es grandios. Es war ein grandioses Spiel. Ich muss sagen, ich war das erste Mal in der alten Försterei. Die Stimmung ist krass. Die Stimmung ist echt krass da drin. Vor allem gestern war die Stimmung da drin krass. Und natürlich muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch an Union Berlin zum Aufstieg in die erste Bundesliga. Ihr habt es verdient, sie haben es verdient. Und ja, vielleicht werde ich es ja hinkriegen, das ein oder andere Mal öfter da ins Stadion zu kommen. Ich meine, wenn ich jetzt schon in Köpenick lebe, kann man das schon mal tun. Und ich habe so ein paar Aufnahmen gemacht gestern, nicht während des Spiels, sondern vor dem Spiel und nach dem Spiel. Und da möchte ich euch jetzt mal ganz kurz ein bisschen was von zeigen. Schon in vielen Fußballstadien, muss ich sagen. Ich habe schon
viel mitgemacht. Ich war schon in Stadien mit guter Stimmung, ich war in Stadien mit nicht so guter Stimmung, aber kein Stadion hat die Stimmung von diesem Stadion erreichen können, ganz ehrlich. Also die alte Försterei, egal ob man jetzt Union-Fan ist oder nicht, hat mit die geilste Stimmung überhaupt. Ja, es ist ein kleines Stadion, man hat aber keine Tatanbahn, man ist richtig nah am Feld, wir waren in Reihe 4. Ja, ich hatte das Gefühl, ich war mit den Leuten auf dem Platz. Ich hätte genauso gut auf der Trainerbank sitzen können. Das ist echt, also, es war eine richtig geile Stimmung und auf jeden Fall ein Erlebnis wert.